Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Es ist gerade sehr still. Ich weiß nicht, warum hier jetzt gerade gar keine Musik mehr kommt. Egal. Ich habe mal nachgeguckt, wo wir den gelben Farbstoff herbekommen. Und es ist, wie ich gedacht habe. Und zwar stellt das der. Moment, jetzt muss ich gucken, wie das heißt hier. Der Brauer stellt das her. Das haben wir ja noch nicht gelernt. Und man kann es bei einem Händler in Ingelnook kaufen. Und irgendein Tier stellt es auch her, wenn man es auf seiner Farm hat. Ich habe jetzt nur den englischen Namen gelesen. Wartet mal, es heißt, ich glaube, Kirin oder so. Moment, ja, hier. Das sind diese. Nee, die haben wir noch gar nicht getroffen, glaube ich. Dieses Tier. Auf jeden Fall, dieses Tier stellt das auch her, wenn man es auf seiner Farm hat. Ansonsten kommen wir da jetzt wohl erstmal nicht ran, um den Regenmantel zu besorgen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir jetzt erstmal was anderes und gucken, dass wir dann mal nach Ingelnook kommen. Da haben wir ja auch noch eine Quest offen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich die beiden Näckelfische fange. Und da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, die gab es aber nur nachts. Augenblick, Näckelfisch. Speichert. Jede Jahreszeit im Meer. Steht aber nicht da, ob es den nur nachts oder nur tagsüber gibt. Ein äußerst Wert. Wir probieren einfach mal, ob wir den jetzt fangen können. Moment, da brauche ich meine Angel. Hätte ich auch in die andere Richtung klicken können, ne? So, im Meer. Das ist doch hier Meer, oder? Ja. Okay. Da brauchen wir jetzt noch drei Fische und dann können wir die, ich glaube, das war doch, wo die Konstrukteursmeisterin war? Nee, Quatsch, gar nicht. Das war in diesem, ja genau, wo die Leute keine Bäcker mögen. Dippfisch. Im Wald da oben, in diesem Lager war das, glaube ich. Das wollte ich jetzt mal genau. Das wollte ich jetzt mal machen. Das ist kein Näckelfisch, definitiv nicht, glaube ich. Der ist viel zu klein. Aber wir können es ja trotzdem mal probieren, ob das vielleicht einfach ein kleiner Näckelfisch ist. Näckelfisch. Na komm. Ja, ich musste mir ein bisschen überlegen. Nee, ist auch ein Dippfisch. Also die kleineren nicht mehr fangen. Was wir so machen demnächst oder jetzt so die nächsten Folgen. Ich war mir beim letzten Mal am Ende ja nicht so ganz sicher, wie es jetzt weitergehen soll, weil wir jetzt erstmal 3 Tage warten müssen. Die müssen wir auch erstmal rumbekommen, die 3 Tage. Ah, das da könnte vielleicht. Na, wobei, der ist ein bisschen sehr fett, der Fisch. Na, gucken wir mal, was das ist. Ah, Abschlag. Na komm. Nee, warte mal, stand da Süß- oder Salzwasserfisch? Ich muss nochmal gleich nochmal reingucken. Bronze-Glücksfisch. Den haben wir, glaube ich, noch nie gefangen, oder? Ich muss kurz nochmal gucken. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Salzwasserfisch. Also doch, im Meer. Gut. Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit im Meer angel und dann können wir den Fisch hier gar nicht bekommen. Das da könnte einer sein. Na komm. Das könnte doch einer sein. Die sind ja so länglich. Ja, Ingelnook. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo dieser Ort war. Aber ich glaube, in der Nähe von dieser Holz. Also, wo auch der Jäger war, da bei dieser kaputten Brücke in der Nähe, muss das, glaube ich, irgendwo sein. Das war auf jeden Fall einer. Sehr gut. Noch 2 Stück. Oder war das eventuell sogar ganz woanders? Wir haben uns ja auch da oben im Schneegebiet noch nicht so richtig umgesehen. Da ging es ja auch noch am Berg hinten ein Stück runter. Da könnten wir eigentlich auch noch mal gucken gehen. Das ist auf jeden Fall alles kein Näckelfisch hier. Auch einen großen langen Fisch. Sonst gehe ich gleich mal ein Stück weiter vielleicht. Der Dicke da könnte wieder was Neues vielleicht sein. Nee, 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 nee. Ah, ich glaube, da ist keiner dabei. Ich gehe mal kurz raus und
woanders hin. So. Na gut, wenn das jetzt lang dauert, dann mache ich halt gleich noch was anderes. Ich probiere es nochmal hier. Wenn wir da jetzt auch keinen fangen, gucken wir mal, ob wir eventuell nach Ingenuk finden. Schön aufpassen, dass hier nicht die kleinen Fische anbeißen. Habe ich mir die richtige Stelle ausgesucht, dass jetzt manchmal gar keine Musik mehr kommt, finde ich aber auch ein bisschen merkwürdig. Gut, so spannend ist die Musik jetzt nicht, aber... ein bisschen Gedudel im Hintergrund ist doch immer schön. Ah. Hier sind auch nur kleinere Fische. Hui. Da, das ist einer. Das ist bestimmt einer. Komm mal her. Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann fehlt uns nur noch einer, wenn das denn einer ist. Ich hoffe es doch. Na komm. Mit dem Angelwettbewerb müssen wir auch noch mal gucken. Ich habe das jetzt irgendwie nicht so richtig mitgeschnitten. Ob wir da nun gewonnen hatten und es einfach immer wieder machen können. Oder ob wir verloren haben. Ich bin mir echt nicht sicher. So, eine noch. Das ist keine. Das könnte aber was Neues sein. So eine Form. Boah, der ist ja riesig. Krass. Was das wohl ist? Ob ich den mal fange? Ja, nur so dicke Fische. Ich versuche mal, den großen hier zu fangen. Ja. Sehr gut. Komm her, du dicker Fisch, du. Was ich auch cool finde, ist, dass man hier keine Köder braucht, wie ein Porsche. Dass man einfach losangeln kann, quasi. Na. Oh, das ist gar nicht so... das ist nicht so einfach hier. Jetzt... Regenbogenglücksfisch, sehr schön. Halt, stopp. So wollte ich das machen. Ja, das mal eben. Ah, da ist er doch. Na, supi. Komm her. Haben wir unsere Neckelfische. Und dann gehen wir mal die abgeben. Und danach, wie gesagt, schauen wir mal, ob wir Ingenuk finden. Ich würde mich da, glaube ich, wieder hoch auf den Berg teleportieren, weil es könnte eben sein, dass es entweder da hinten im Schneegebiet irgendwo ist oder aber Tatsache. Wir gucken einfach mal, wo unser Marker hin zeigt. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Jetzt gucke ich mal ganz fix. Wir gehen erstmal die Quest abgeben und dann gucken wir, wo der Marker hin zeigt. Moment, ich will nur eben die Karte aufrufen, wo ich da genau hin muss. Das ist hier oben doch. Das ist hier oben in den Bergen. Bastler. Ach nee, ist nicht in den Bergen. Ich muss... Moment, ich muss hier hinten rum und da hoch, dann... Was ist das hier? Das ist die Steinbrücke. Okay, also jetzt hier rüber erstmal. Und dann da hinten, weil sonst bin ich wieder auf der falschen Seite vom Fluss, wisst ihr? Moment, ich sehe das immer sehr schlecht auf der Karte. Noch um diesen Hügel... Ja, um den Hügel noch drumherum hier. Ja, wobei, ich gehe mal oben rum. Ist, glaube ich, besser. Hier lang. So. Na? Also wieder diese Ecke, wo er nicht hochgehen wollte, ne? Ja, doch. Jetzt hat er's. Gut. Moment. Nochmal gucken. Ah, wäre doch vielleicht besser gewesen, ich wäre hier runtergegangen. Machen wir das doch einfach. Kein Problem. Da ist der Teich zum Angeln. So. Ja, eine Menge Steine müssten wir mal sammeln gehen, denn wir brauchen ja... Da kann ich eigentlich auf dem Weg direkt mal welche mitnehmen. Wir brauchen ja ganz, ganz, ganz viel Stein für unsere Brücken. So. Und ja, das müssen wir auch erstmal sammeln. So, hier am Anglermann vorbei. Und da müsste dann der Weg hochgehen irgendwo. Kann ich eigentlich diese Steine auch kaputt klopfen? Nein. Kann ich nicht. Okay. Hier hoch? Ist das richtig? Hallo Blümchen. So. Das sieht doch gut aus.
Ah, und wir haben schon wieder Winter. Seht ihr mal. Sagt mal, geht die Zeit auch weiter, wenn ich hier nicht eingeloggt bin? Ich habe irgendwie das Gefühl, das letzte Mal, als ich gespielt habe, war doch ein ganz anderer Tag, oder? Also manchmal ist das ganz merkwürdig. Mit dieser Jahreszeit und den Daten bin ich mir nicht so richtig sicher, ob das hier alles so mit rechten Dingen zugeht, muss ich ehrlich sein. Irgendwie ist das ganz komisch, manchmal. Bin ich eigentlich hier unten schon mal lang gelaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher, egal. So, hier wollten wir hin zu Luise. Hm. Danke für deine Hilfe, bitte nimm diese Belohnung. Supi, so, die nehmen wir jetzt nicht, wir nehmen jetzt hier keine neuen Quests mehr an von den Brettern erstmal. Und ich wollte jetzt, Moment, diese Quest mal annehmen und gucken auf der Karte, wo wir da genau hin müssen. Ja, wir müssen da hoch. Also doch im Schneegebiet. Dann würde ich mich vielleicht tatsächlich, wie gesagt, mal hier hin porten. Zu diesem Stein. Ach nee, den haben wir noch gar nicht. Stimmt, den haben wir noch gar nicht. Wir müssen noch... Oh, mir fällt gerade ein. Stimmt, wir müssen ja noch Erze abbauen. Na gut, dann gehen wir mal hier hinten entlang und wieder den Berg hoch. Hier bei diesem Lager, was hier drüben war, wo wir Bastlersachen herstellen konnten. Ich glaube, Krimskrams oder so. Da ging doch ein Weg nach oben in die Berge. Da können wir vielleicht mal lang gehen. Irgendwo hier hinten. Der war so ein bisschen versteckt, ich weiß noch. Hier nicht. War das hier? Das könnte sein. Schauen wir mal. Nee. Das ist, glaube ich, ein anderer Weg. Egal, aber hier können wir Erz abbauen. Das wollte ja der Kopf von uns, dass wir hier Erz abbauen. Dann muss ich doch nochmal den ganzen Weg nach oben laufen. Das hatte ich ganz vergessen, dass wir das auch noch machen müssen. Hm, naja. Oder ist es doch der Weg, den ich meinte? Es könnte schon sein. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. So. Nehmen wir einfach mal jede Erzquelle mit, die wir hier so finden auf dem Weg. Aber da drüben, an diese Finsternis, würde ich gerne noch ran, ehrlich gesagt. So. Wartet mal, komme ich da? Miau, hallo. Ein Schneeweißchen. Komme ich da irgendwie hin? Soll ich wieder wie so eine Verzweifelte versuchen, hier den Berg hochzuspringen? Ich glaube nicht, ne? Doch, es geht. Lol. Seht ihr, das meine ich. Da geht's jetzt... Ah, da geht's jetzt wieder. Und dann hätte ich mal den Mund gehalten. Na komm, eben hat es doch auch geklappt. So. Und hopp. Nein, 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 nein. So. Jetzt noch ein Stück. Komm. Ja, geschafft. Supi. Dann kommen wir jetzt doch an die Finsternis. Sehr schön. Eine Kiste. Ja. 20 Geister haben wir schon. Das heißt, uns fehlen nur noch 6. Das ist doch schön. So, hier können wir mal ein paar Bäume pflanzen. Wir hatten ja Samen gekauft beim letzten Mal. Ja, nehmen wir erstmal die. So. Und... Hier noch. So. Was war das jetzt? Nochmal Samen oder wie? Ach, die hätten wir... Na, egal. Egal. Das da will ich haben. Wartet mal, hier war doch noch irgendwo so eine Finsternis am Berg. Komme ich da von hier irgendwie ran? Wahrscheinlich, wenn ich hier hinten rum vielleicht gehe. Naja, egal. Lassen wir das erstmal. So, der Kopf wäre jetzt bereit zum Abgeben. Gut, dann gehen wir da nochmal hoch. Dann gehen wir da nochmal hoch. Vielleicht kann ich gleich hier lang? Nee, ne? Nein, 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 nein. Da will sie nicht weiter. Und was sagst du uns diesmal? Eine Gruppe Gierpackers nennt man Komfort. Mhm. Ist immer sehr interessant, was du so zu erzählen hast, meine Liebe. So. Hier sind ein paar Steine.
Okay. Au, 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 au. Da ist noch eine. Gut. Die 3 Tage müssten ja dann, also wenn ich hier mit den Daten recht habe, müssten die 3 Tage jetzt auch schon um sein eigentlich. Moment, wo war denn hier der Aufgang? War das hier hinten? Da oben steht eine Kiste, oder? Sehe ich das falsch? Könnte auch wieder ein Schild sein. Aber da komme ich eh wieder nicht hoch. Ach, und wir haben ja immer noch diese Kiste. Denn da bloß ran. Von hier aus vielleicht? Oder von noch weiter oben? Von hier aus vielleicht. Nee, Quatsch. Die schwebt ja gar nicht weit genug. Aber ärgert mich das. Ich möchte diese Kiste haben. Leben nehme ich auch mal mit. Davon brauchen wir auch noch eine Menge. Hier ging es, glaube ich, hoch. Gehe erstmal nach oben, ja. Und dann mache ich beim nächsten Mal. Oder wenn wir es noch schaffen, nachher die Sache mit Ingelnuck. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, sehr gut. So. Okay. Dann. Sag mal, was ist denn das da hinten? Habe ich das beim letzten Mal einfach übersehen, oder? Komisch. Jetzt ist es weg. Hä? Lol? Keine Ahnung. Stopp, lauf doch nicht wieder zurück. Hier geht's lang. Ganz komisch. Oder muss jetzt einfach darauf achten, ob hier noch irgendwo an so einem Baum so ein Leuchten kommt? Hier geht's lang. Da. Okay. Auf zum Köpfchen, damit wir hier einen Shortcut haben. Du, die, du, die, du, die, du. Muss halt auch drücken, Lilly. So. Ich werde jetzt hier nicht jeden kleinen Pilz mitnehmen. Ich glaube, es ist auch mal wieder gut langsam. Oh, den noch. Dann ist gut. Dann ist gut, jetzt höre ich auf. Versprochen. So. War ein ganz schön langer Weg nach oben, ne? Fällt mir gerade ein. Ich gucke trotzdem mal gleich hier, ob ich das abgeben kann. Jetzt schon oder abholen kann. Diese Sache, die uns da die Konstrukteursmeisterin herstellen wollte. So, wo ist denn jetzt dieser Kopf? Der müsste doch hier irgendwo... irgendwo sein. War der so weit oben dann doch noch, ja? Bin ich dran vorbeigelaufen oder wie oder was? Nee, okay. Der Pfad ist offen, ja? Supi. Sehr schön. Numino-Gipfel. Alles klar. Dann wieder runter. Da ist auf jeden Fall ein Haken an bei irgendwem. Also ich denke mal, die Quest ist erledigt. Ich muss echt nochmal in die andere Folge von vorher reingucken, an welchem Datum wir das letzte Mal gewesen sind. Es könnte halt daran liegen, dass ich zwischendurch ab und zu mal Animal Crossing spiele und da im Moment auf der Switch ab und zu mal die Zeit umstelle. Aber eigentlich dürfte das Spiel hier gar nicht beeinflussen, weil ich das ja nicht anmache zwischendurch. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich gucke mir das nochmal an in der vorhergehenden Folge. So, Sylvia Wainwright. Hier, Reisender, brandneue Ersatzteile für den Wolkenfänger. Du solltest sie leicht montieren können. Viel Glück, ich lasse dich wissen, wenn wir je ein Gespenst loswerden müssen. Suche nach Himmelerz. Sehr schön, da haben wir schon 2 Sachen für unseren... Wolkenfänger zusammen. Das ist wunderbar. Dann auf nach Ingelnuck jetzt. Wieder runter und dann schauen wir uns mal hier hinter dem Berg quasi um. Komme ich hier ein bisschen schneller runter? Ja.
Oh, ich hätte mal von hier aus. Na, wobei, die schwebt ja nur so ein ganz kleines Stück weit. Also eher nach unten als nach vorne. Wisst ihr, wie ich meine? Das bringt einem ja dann auch nicht wirklich viel. So, ich gehe mal hier lang. Komme ich denn hier hinten überhaupt durch? Ja, was haben wir hier? Ach so. Oh, Mau, wo? Ich höre dich. Wo bist du? Das ist ein Pilz. Da! Komm mit! Miau! Noch eine Katze, sehr gut. War jetzt eine Winterkatze wahrscheinlich. Irgendwie so Schneeweißchen oder wie hießen die? Nehmen wir mal an. So. Hier können wir noch einen Baum pflanzen. Nehmen wir jetzt mal die einzelnen und pflanze die hier überall ein. Ich weiß, ich laufe gerade nicht in die richtige Richtung. Ich versuche aber mal hier hinten rum eventuell an diese Düsternis da hinten noch zu kommen. Wisst ihr, wo ich meine? Wo ich mich beim letzten Mal bald wo ich mir bald einen abgebrochen habe, um da hochzukommen. Ist noch ein Bäumchen. So, und ein Stein. Supi. Da lang. Okay. Ha, das sieht erstmal nicht schlecht aus hier so in die Richtung. Ach, hier ist, wo die Kisten waren. Nee. Hier kommen wir auch nicht dran. Wir müssen da oben irgendwie rauskommen und dann darüber. Darüber halt, ne? Also noch ein weiterer. Wartet mal, da ist die Brücke. Ach ja, und da kam ich ja dann nicht hoch. Ich muss irgendwie da oben rauskommen. Na gut. Nehme ich mal hier den Stein noch mit, auf jeden Fall. Tja, wie man da wohl hinkommt, das ist echt die große Frage. Hier habe ich noch eine Kiste übersehen. Lululululul. Schattiertes Shampoo. Mhm. Diese vielen Shampoo-Flaschen. Mann, Mann, Mann. Da ist der Teleporter. Hier war Eiswasser überall. Ja. Oh, schrei mir doch nicht so ins Ohr, du Vogel. Sollen wir hier direkt schon runter? Sollen wir hier mal runtergehen? Ja, komm. Ah, ah, was nu? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Gucken wir mal, was das ist. Was bist denn du? Ich höre dich. Da. Töpferei Frostfeuer. So. Ja gut, hier brauche ich jetzt aber nicht mit den Leuten reden. Die machen halt Töpferwaren oder irgend sowas für mich. Was ja wohl logisch ist. Hier ist kaltes Wasser. Und da sehe ich schon wieder so einen Teleportpunkt oder sowas. Das ist dann wahrscheinlich der da oben. Ja, okay. So, sehe ich denn jetzt hier gerade noch irgendwas? Ja, da vorne kann ich einen Baum pflanzen. So. So. Und ein neues Tier, glaube ich, habe ich da entdeckt. Oder? Ja. Fluffjunge. Ein Hündi.
Schrei mich nicht an, habe ich gesagt. Schrei mich nicht an. Was bist du? Goldminze könnte das gewesen sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Und hier ist noch eine Düsternis. Frostfuchs. Ich glaube, das müsste jetzt der letzte Fuchs sein, der uns noch gefehlt hat. So. Usch. So, was brauchen wir hier? Stein- oder Holzbrücke? Je nachdem. Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Ah ja. Na gut, ja, Steinbrücken haben wir jetzt schon mehr als genug. Jetzt hat er mir die Quest wieder aus dem Target genommen. Nein, 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 nein. So. Wir wollen nach Ingelnook. Da ist wieder Kari. Die erzählt uns was vom Pferd. Nee, vom Fluffjungen wahrscheinlich. So, hier sind ein paar Plätze für Bäume. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Nein, kann ich nicht. Moment, ist Ingelnook? Aha, wie komme ich da denn hin? Hier lang? Eventuell? Hört sich an, als ob das Eis gleich brechen würde hier. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ingelnook. Schön. Gut, was haben wir hier? K. Ist das wieder dieser Laden für die Tiere? Ja, okay. Da müsste ich hin. Hier ist... Oh, oh. Oh, ich habe dich gesehen. Wie komme ich an dich ran? Hops. Ja! Das flimmernde Licht ist warm und hell. Aber mit dir will ich reisen, Verfolger vom Geist. Supi. Ach, da wäre ich auch von hier lang hingekommen. Katie. Hey du, Reisender. Du bist nicht von hier. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich brauche so dringend einen Bart. Ich weiß, das klingt ein wenig ungewöhnlich. Alle im Dorf denken, ich wäre Plemplem. Ja, schon so ein bisschen. Weißt du, Boon, der Schöne, hat den prächtigsten Bart, den du je gesehen hast. Ich will unbedingt auch so einen Bart. Und ich weiß, wie ich einen bekommen kann. Die Nachbarin der Cousine von Mackes Freundin hat gesagt, Geisterfischeintopf lässt Bärte wegwachsen. Der Eintopf wird mit Geisterfischen gemacht, die man um Mitternacht in Süßwasserseen und Flüssen fangen kann. Nein, man isst ihn nicht. Man trägt ihn auf, wo der Bart wachsen soll. Das ist so cool. Ich würde ja selbst einen fangen, aber Seen und Flüsse machen mir Angst. Alles, was mehr Wasser enthält als eine Badewanne, macht mir Angst. Du wohnst am Meer, du dumme Nuss. Hier ist das Rezept für Geisterfischeintopf. Kannst du behalten. Und bitte, bring mir den Eintopf nachts. Wie der Fisch ist auch der Eintopf nachts am kräftigsten. Okay, es ist Nacht. Oh, für den herstellen können vielleicht. Oh Mann. Geisterfisch-Eintopf. Wo ist es denn? Habe ich nicht gerade ein Rezept bekommen? Bären gekochtes Brot? Bin ich blöd oder blind? Moment. Muss ich das erst noch lernen, oder? Habe ich das... Moment, habe ich das jetzt gelernt oder nicht? Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Sortieren sollst du so. Habe ich hier irgendwo ein Rezept in der Tasche? Nein. Hä? Wie soll ich den denn herstellen? Willst du mich veräppeln? Osis Schuldschein. Osi schuldet dir eine super süße Belohnung. Die haben wir doch schon. Da, Geisterfischeintopf. So. Oh, du hast ihn. Ich gehe sofort rein und trage ihn auf. Komm am Morgen wieder vorbei. Es braucht etwas Zeit, bis der Zauber wirkt. Ja, bin ich ja gespannt. Gut, reden wir noch mit diesem netten Herrn, Adler Waxton.
Ich höre, du suchst den Weg nach Arcadia. Seltsam. Arcadia ist ein besonderer Ort für Geisterseher. Dort ist schon so lange niemand mehr gereist. Ich habe Geschichten gehört über einen Reisenden, der mit Geistern spricht. Bist das etwa du? Vielleicht. Allerdings hätte ich gedacht, du wärst ein wenig älter. Wenn du wirklich ein Geisterseher bist, stelle dieses Spezialgetränk her und bring es zur Säule vor unserem Dorf. Gieße ganz vorsichtig das Feuerwasser in die Säule, dann folge den Flammen. Sie werden dich nach Arcadia führen. Und achte auf deine Augenbrauen. Es dauert ewig, bis die wieder nachwachsen. Offensichtlich ist ihm das übrigens auch passiert. Finde Informationen in Ingelnook. Okay, was sollen wir herstellen? Feuerwasser. Ja, liebe Freunde, das machen wir aber beim nächsten Mal, denn die Folge ist schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder auch ein Abo, gerne noch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.